Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber man hat mir tatsächlich meine Geldbörse, mein Geldtascherl aus dem Auto geklaut. Ich habe eine Mörderrennerei. Das heißt, meine E-Card, meine Versicherungskarte muss ich wieder besorgen, meine Bankkarte muss ich besorgen, meine Kreditkarte muss ich wieder besorgen. Dann war mein Führerschein drin. Das heißt, ich war heute Morgen beim Arzt, habe einen Sehtest und einen Bewegungstest und einen Blutdrucktest und alles Mögliche machen müssen, weil ich ja hier den Führerschein mit dabei habe für LKW und Anhänger mit LKW. Und dann ist so, war meine Waschkarte von der großen Waschanlage ist drin mit Guthaben und 1600 Euro waren drin. Ja, das ist weg, das wurde mir aus dem Auto geklaut. Ich habe natürlich mein Auto nicht zugeschlossen gehabt. Ich war leichtsinnig und 20 Minuten, halbe Stunde nicht aufgepasst. Also sag mal so, ich dachte, ich hatte es zugeschlossen, aber das Auto war offen. Und jetzt ist so, dass das halt fehlt und ich muss jetzt hier Passbilder machen lassen und dementsprechend dann auf die BH Welsland. Das ist ja bei euch das Landratsamt in Deutschland und da muss ich jetzt einen neuen Führerschein beantragen. Also alles ist weg. So leite ich jetzt heute mein Donnerstags-Update-Video ein. Horror, Horror, Horror. Aber seid gespannt, was noch kommt im Video und habt Spaß. Ich stehe hier vor verschlossenen Türen beim Hartlauer, aber um 9 macht er auf. Ich muss noch 10 Minuten warten, dann werde ich hier mal ganz gemütlich, schaut her, sofort zu mitnehmen, Passbilder. Da werde ich mir jetzt mal so richtig eine Fotosession geben und dann mit den Passbildern eben auf die BH weiterfahren. Hat mich jetzt schlappe 70 Euro gekostet hier auf der BH Welsland. Und innerhalb von 2-3 Tagen soll mein neuer Führerschein bei mir per Einschreiben vom Postboten übergeben werden. Das geht, finde ich, recht flugs. Ich habe das jetzt hinter mir, das ist gut. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass ich mir ein Smart TV mit 55 cm Breite und einer Diagonalen von 63 cm für den Wohnwagen kaufe. Und da gehe ich jetzt mal in den Maximarkt. Also ich habe voll Pech. Im Maximarkt gibt es keinen 24 Zoll. Die sagen, haben sie nicht auf Lager. Ich meine, wo soll ich sonst hingehen, wie bei Maximarkt. Ja? Und wenn die es nicht auf Lager haben. Und hier ist leider der kleinste, ein 32 Zoll. Somit bleibt mir nichts anderes übrig, wie das auf Amazon zu bestellen. Ich bin in der Halle. Und ich muss ja ehrlich gestehen, dadurch, dass ich so richtig krank war, hat mich das alles um circa 1,5 Wochen, ja, zurückgeschmissen bzw. verzögert sich hier mein ganzes Vorhaben, denn ich möchte ja hier bei dem C63 AMG möchte ich ja die Ventildeckel runternehmen, mir die Nockenversteller anschauen und die Nocken anschauen von den Nockenwellen, möchte auch mal das ganze Drucksystem hier mit meinem Smoker durchblasen, aber irgendwie ich bin eigentlich weitgehend fit. Hab jetzt die Wohnwagengeschichte durchgezogen. Was machst du denn da? Die schifft die hier? Die hat einfach dahin geschifft. Was bist du für eine? Kann sie einfach hier hinschiffen? Ja, aber irgendwie fehlt mir gerade so richtig der Antrieb. Wahrscheinlich, weil ich gerade erst mal 2-3 Tage wieder fit bin. Ja, zu dem Q7 vielleicht ganz kurz zu sagen. Es ist so, da hat ja hier vorne diese Blende gefehlt, die ist heute gekommen, die liegt hier, die baue ich nachher ein, das mache ich wenigstens. Dann ist es so, wir haben ein paar neue Vitos reingekriegt, einer davon steht hier und da ist eigentlich alles soweit cool, bis auf das, dass die Reifen hier komplett abgeglatzt sind auf beiden Seiten. Ansonsten ist das hier ein richtig top aufbereiteter Wagen. Natürlich wieder mein Mixto mit 5 Sitzen und LED-Scheinwerfer. Heute Mittag kommt wahrscheinlich der Uzi und macht mir vorne am C63, also an dem weißen, den Heckspoiler dran. Ja, ansonsten bin ich wirklich faul gewesen. Ich habe die letzten 2 Wochen wirklich nicht viel gemacht. Ich hätte eigentlich gern die Felgen draufgeschraubt,
hätte geguckt, wie das alles passt, ob ich da Distanzscheiben brauche. Dann hätte ich das Lager oben gern noch weiter eingeräumt, weil oben habe ich jetzt einen Haufen Regale mit Bremsscheiben, Luftfilter, Innenraumfilter, Bremsbeläge, alles auf Lager. Und ja, das muss ich noch alles hochräumen. Ist eine Katastrophe. Dann hätte ich natürlich auch gern die Sicherheitsgurte schon eingebaut, hätte die Rücksitzbank schon wieder gern eingebaut und die ganzen Verkleidungen. Und dann hätte ich gern am C63 vorne den weißen die Lüftung schon getauscht und auch hier von der Ansaugung dieses Teil hier beim schwarzen. Jo, aber irgendwie hat es mich nicht gebockt. Ja, wahrscheinlich, weil mein Körper gesagt hat, werd erstmal richtig gesund. Hier habe ich aus dem Lager auch schon mal eine alte Nockenwelle rausgekramt. Da ist es so, die habe ich damals auf Lager gelegt, weil da hatte ich einen C63, auch einen M156 Motor zerlegt. Die sind wie neu. Also das ist eine Nockenwelle, die hat gerade mal, ich glaube, die hatte 48.000 gelaufen oder so. Und da hatte das Fahrzeug einen Teilschaden vorne, einen größeren Teilschaden. Und da habe ich hier Nockenwellenversteller und die Nockenwelle mir aufgehoben. Das war noch in Ordnung, den Rest konnte man eigentlich von dem Fahrzeug fast wegschmeißen. Und ich hoffe, dass da natürlich nichts kaputt ist. Das ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass ich da mal reinschaue, um genau zu sehen, was ist mit den Hydrostößeln und was ist mit den Nockenwellen und den Nockenwellenversteller. Ich habe viele Tipps aus der Community übrigens bekommen. Es könnte das Relais sein und so weiter, weil ich habe ja Zündaufsetzer auf Bank 1 und die schleifen sich ständig durch. Und ich habe ja mit der Startdiagnose festgestellt, dass mir hier diese Unterdruckdose, dass mir die nicht ansteuert. Irgendwas passt da nicht und ich muss halt rausfinden, was es ist. Aber wie gesagt, ich habe 2 Wochen überhaupt keine Zeit gehabt. Ich hätte so gern weitergeschraubt und wäre auch mit dem mal so richtig schön gefahren. Aber das ist mir für wert geblieben. Auch der Carlos, der ist jetzt von der Schule zu Hause, den hat es auch richtig umgehauen. Die Susi war natürlich auch krank. Was will man machen? Aber so ist halt das Leben. Ihr werdet es nicht glauben, jetzt ruft mich gerade ein netter Herr an und sagt, er steht zwischen Lambach und Schwanenstadt, also wo ich überhaupt nicht entlang fahre normalerweise, und hat mein Gelddascherl gefunden. Das heißt, die Leute, die mein Gelddascherl entwendet haben, haben das ausgeräumt, weil ich habe ihn gefragt, ob das Geld noch drin ist, weil da waren ja über 1630 Euro drin. Da hat er gesagt, na, Geld ist ganz mehr drin, aber ihre ganzen Karten sind noch drin. Und ich habe jetzt gesagt, ich fahre jetzt sofort los, fahre gleich dahin und werde dem jetzt auf jeden Fall ein bisschen Finderlohn geben. Und ich freue mich, dass ich meinen Louis Vuitton Geldbeutel zumindest wieder habe, beziehungsweise meine Waschkarte mit dem Guthaben zum Beispiel. Das ist schon mal ein voller Gewinn. Führerschein, habt ihr ja gerade vorhin gehört, habe ich schon alles neu beantragt. Hätte ich eh neu beantragen müssen, von daher, weil ich habe ja auch den LKW-Führerschein mit Anhänger. Und da ist bei uns in Österreich so, dass ich alle 5 Jahre zu einer gesunden Untersuchung muss, um eben diesen Führerschein verlängert zu bekommen. Ja, und dann schauen wir mal rein. Vielleicht sind sogar noch irgendwelche Belege von der Buchhaltung drin, die drin sein sollten. Wichtig ist mal Kreditkarte. Ich habe das Zeug eh sperren lassen. Von daher und neue Karten bestellt. Von daher ist das jetzt mal unwichtig. Aber trotzdem gut, dass der gefunden wurde, dass kein Unsinn mit den Karten gemacht wurde. Das Bargeld ist halt weg. Das habe ich ja bei der Polizei angezeigt. Und dadurch, dass ich das bei der Polizei eben über eine Bestätigung der Anzeige gemacht habe, kann ich das buchhalterisch zumindest abschreiben. Das nehme ich also ganz normal als Ausgabe in die Buchhaltung rein, bekommt zwar nichts dafür, aber es trifft mich nicht ganz so hart, wie wenn ich es privat verloren hätte. Ja, ich bin jetzt noch 5-6 Kilometer entfernt, mal schauen, was Sache ist.
Das ist der Herr, der meinen Geldbeutel gefunden hat. Der war da vorne einfach auf der Bundesstraße gelegen. Genau. Ja, Wahnsinn. Nein, nicht Bundesstraße. Direkt in der Hütte drin. Direkt in der Hütte drin, von der Bushaltestelle. Auf der Bank. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, den hat jemand vorne in Schwanstadt wahrscheinlich entwendet. Wahrscheinlich. Na gut, also herzlichen Dank. Ja, ich hoffe, der Finderlohn, 50 Euro, freut sich ein bisschen. War nicht notwendig. Ich bin voll glücklich, dass der Herr mich angerufen hat und ich fahre jetzt dafür nach Wels. Ja, wo müssen Sie denn hin? Nach Wels? Maximarkt. Also Maximarkt, da fahren wir jetzt hin. So, da geht er dahin. Ich habe ihn jetzt nach Wels gefahren. Ein super netter Kerl. Und ich kann wirklich nur noch mal Danke sagen. Reinhard war das. Danke, danke. Und ich bin jetzt hier beim Wohnwagen. Leute, so toll wie das am Anfang ausgesehen hat, ist es doch nicht. Ich befülle jetzt mal den Wassertank. Ich habe aber festgestellt, dass die Gasanlage, er hat zu mir gesagt, die Gasanlage muss man noch überprüfen. Also die Gasanlagenprüfung muss man machen. Aber ich gehe davon aus, die Gasanlage ist in Ordnung. Jetzt stellt sich raus, die Truma geht nicht. Die Fußbodenheizung geht nicht. Und das Warmwasser geht nicht. Und das Gas beim Herd geht auch nicht. Ich habe zwei Gasflaschen gekauft, die habe ich angeschlossen. Hier kommt nur bedingt Gas an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist eine Leitung verquetscht oder irgendwas. Ich muss auf jeden Fall, aber ein ärgerliches auf jeden Fall, auf die Spur gehen, warum dem so ist. Hier beim Herd kommt nur eine ganz kleine Menge Gas an. Das heißt, ich kriege fast keine Flamme, es geht immer wieder aus, obwohl beide Gasflaschen sind voll und vorne habe ich auch gesehen, Druck ist drauf. Ja, ich muss, ihr seht, ich habe hier ein bisschen was auseinandergebaut. Ich muss dem Ganzen jetzt natürlich wieder auf den Grund gehen, was ist faul, warum geht es nicht. Und der Wassertank ist schon halb voll, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und trotzdem zeigt der Wassertank hier immer noch leer an. Jetzt schifft es natürlich draußen wie die Sau, aber egal. Hier, das wäre die Wasserheizung, geht auch nicht. Hat mir der Verkäufer zugesichert, dass das alles einwandfrei funktioniert. Und draußen hagelt es jetzt. Eiskörner, super. Passt alles zusammen. Alter Schwede. Ich bin dem Ganzen jetzt ein bisschen auf die Spur gekommen. Bei der Dose da hinten habe ich gemessen, die 230 Volt liegen an und mein Warmwasseraufbereiter, der geht nicht. Der muss getauscht werden, der ist kaputt. Das Wasser läuft mittlerweile, das habe ich hingekriegt, aber ich vermute, dass die da rumgepusht haben. Und zwar hier eine 1,4 Bar Pumpe nur eingebaut haben. Ich schaue mal, ob ich euch die zeigen kann. Die sitzt hier unten drin, dieses eine Teil. Hier, das hier, dieses Teil hier. Seht ihr das? Das ist eine 1,4 Bar Pumpe. Und die ist meiner Meinung nach für dieses System zu schwach. Ich werde jetzt mal nach Gmunden rüberfahren. Da ist der Wohnwagen Push. Das ist ein Hobby-Exklusivhändler. Da kann ich von Glück reden, dass der hier in der Nähe ist. Und werde mal versuchen, hier eine stärkere Pumpe zu kriegen und dieses Truma-Ersatzteil. Ich habe es hingebracht, Leute. Jetzt habe ich den ganzen Nachmittag geschraubt. Ich habe mal diese Truma komplett ausgebaut, alles gereinigt, alles picobello sauber gemacht. Ich habe die ganzen Gasleitungen durchgeblasen. Die waren richtig verstopft mit Dreck. Genau das gleiche mit den Wasserleitungen. Das heißt, das Wasser läuft jetzt einwandfrei, wie ihr seht. Und auch wenn ich auf heiß stelle, funktioniert die Truma-Therme hinten, die unterm Bett installiert ist. Ihr seht, ich habe wieder alles zusammengebaut. Die Klima funktioniert auch. Die Klimaheizung funktioniert. Und das Teil hier jetzt funktioniert auch richtig schön mit Gas. Ich habe das jetzt auf kleine Stufe, auf 3 gestellt. Lass das jetzt mal ein bisschen laufen. Auch der Gasherd funktioniert, habe ich ausprobiert, das passt soweit. Ich habe mich bloß ein bisschen gewundert, warum hier nur
1,4 Bar 12 Volt Pumpe in diesem Wasserbehälter eingebaut ist. Aber ich habe mit dem Wohnwagen Push, das ist wie gesagt unser Hobbyhändler hier in Österreich, gesprochen. Und er meinte 1,4, 1,5 Bar, das sind sowieso schon die höchsten Werte von diesen Pumpen. Und das Wasser läuft so oder so, es plätschelt nur dahin. Das ist so beabsichtigt wahrscheinlich, damit kein größerer Schaden entstehen kann. Dann habe ich auf Amazon noch einen 24 Zoll Smart TV bestellt, dass man auch Netflix und alles Mögliche schauen kann, Disney Plus. Und dann wird der hier noch ausgetauscht, der kommt aber erst am Donnerstag. Dann muss die Susi das Ding hier noch durchputzen. Kühlschrank habe ich auch angeschlossen, der war auch nicht richtig angeschlossen. Wenn man da jetzt hergeht, seht ihr, der funktioniert einwandfrei. Ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Fliegengitter. Da rufe ich jetzt nochmal beim Push an. Hier ist normalerweise ein Fliegengitter drin, das fehlt auch. Ihr seht, es ist nicht immer alles so hasenrein, wie es auf den ersten Eindruck aussieht. Aber dafür ist dieses komplette Vorzelt komplett neu, das war noch nie ausgepackt. Dann haben wir noch zwei Bodenabdeckungen dabei. Ja, es passt eigentlich schon. War jetzt natürlich einen ganzen Tag Arbeit, den ich so mir nicht vorgestellt hatte. Aber ja, jetzt sind wir soweit durch. Jetzt gehen wir noch mal ins Bad. Das habe ich soweit auch hingekriegt. Machen wir das Licht an. Das heißt, hier bei der Toilette ist es so, die muss man aufmachen. Dann muss man hier, zack, die habe ich jetzt auch angeschlossen. Und dann kann man hier, seht ihr, das Wasser läuft, hier kann man spülen. Das funktioniert jetzt auch wunderbar. Das muss die Susi natürlich auch noch mal komplett durchreinigen. Ich habe auch von denen Aquacam Blue Sackets habe ich reingemacht. Damit hat man keinen Geruch da drin. Das heißt, wir werden sowieso hier nur reinpieseln. Großes Geschäft werden wir mit Sicherheit in der Campinganlagen-Toilette verrichten. Ja, soweit, so gut. Das Einzige, was mich noch stört, ist das Waschbecken. Vielleicht kriegt die Susi dieses, ja, dieses Vergilbte da mit Fiss ein bisschen sauber. Ansonsten hier, Dusche funktioniert auch. Ich lege es mal hier rein. Das heißt, ich kann hier, seht ihr, die Brause, die funktioniert. Ist natürlich nicht das Tollste in so einem Wohnwagen, aber für eine Dusche bzw. zur Not geht's. Von daher perfekt. Und ich finde es auch nicht schlecht, da so eine Duschkabine. Das wollte ich unbedingt haben. Ein Bad, wo man sich ein bisschen rühren kann und nicht da so eingepfercht ist, weil ich bin ja recht groß. Ja, soweit hier da dazu. Wohnwagen ist überall dicht. Ich habe alle Ecken angeschaut. Jetzt hat es auch gescheit geregnet und gescheit geschüttet. Hat sogar Kagel gerade ein bisschen. Aber der ist dicht. Von daher, und die Heizung geht auch noch schön. Das ist perfekt. Das heißt, am Wochenende könnten wir dann den ersten Trip mal wagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt somit mein neues Update vom Donnerstag gesehen. Sollte jemand den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte drücken. Ansonsten an die bereits bestehende Community viele liebe Grüße und danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.